Was kostet mehr Überwindung, sich für ein Playboy auszuziehen oder sich für eine Darmspiegelung anzumelden? Also ich kann nur so viel sagen, ich habe beides schon hinter mir und beides hat nicht wehgetan. Die Männer, die lassen sich schon gar nicht gerne am Darm untersuchen. Das ist ein ganz heikles Thema. Ja, sie haben wahnsinnige Angst vor der Untersuchung. Sie finden es peinlich, es ist alles zweideutig und sie glauben auch, sie sind der Einzige, der da hingeht und sich auszieht. Der Arzt hat auch vorher noch nie jemand anders gesehen. Sind wir Männer in Bezug auf Darmkrebsvorsorge Weicheier? So ein bisschen. Also es ist ganz einfach so. So ein Drittel ist so relativ cool und lässig. Mag auch ein Weichei mal dabei sein, ein Angsthase und so, wie auch immer. Aber eigentlich ist er der Kluge. Der geht freiwillig hin. Ein Drittel geht nur hin, damit er nicht Ärger zu Hause kriegt. Ja. Und das letzte Drittel, weil es ihm schon so schlecht geht, dass es nicht mehr anders geht. Und das ist ehrlich gesagt ein Skandal.